Huhu, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer weiteren Runde The Forest mit mir in der Höhle. Wir düsen mal nach oben. Wir haben uns in der letzten Runde ja die Kletterhaken besorgt. Das hat ganz gut geklappt. Werden uns jetzt noch die Kettensäge besorgen und uns dann auf dem Weg nach Hause machen. Und mal schauen, dass wir unser Häuschen noch ein bisschen bauen. Und die Zeit vertreiben für den heutigen Rest des Tages noch, bevor die Dunkelheit kommt. Ja. Ich werde ganz oben ganz kurz nochmal innehalten, damit die Ausdauer sich ein bisschen auflädt zum Laufen. Man weiß ja immer nicht, was einen erwartet. So. Wir können ja auch mal eine Soda trinken, davon haben wir genug. So, wir sollen mal gucken, ob wir noch ein paar Stickies mitnehmen können. So, geht Tatsache. Wie viel haben wir denn? 14? Ja, da sollten wir noch ein paar Stickies sammeln, bevor wir abhauen. Denke ich mir. Da ist noch Sticky. Zack, und damit dürften wir unsere 20 voll haben. Denn hier schöne Insel. Eigentlich so ein kleiner Ausguck rauf. So ein kleiner Kampfturm. Wäre auch lustig. Hat man alles gut im Überblick hier. Können wir ja mal im Auge behalten. Aber eigentlich wollen wir uns ja mit so Kleinigkeiten hier nicht aufhalten. Ja, relativ ruhig hier die Ecke. Na gut, ich würde sagen, wir begeben uns mal langsam Richtung Heimat. Denn da rechts vorne um die Ecke ist die Kettensägenhöhle. Genau gegenüber von unserer Heimatinsel. Ja, manchmal klappt es, manchmal nicht. So, Hasen brauchen wir auch nicht mehr jagen. Ein Bambi wäre noch schön. Ob wir uns doch ein Bambi genehmigen könnten, bevor hier wir in die Höhle reingehen. Aber ich glaube, das Glück haben wir nicht. Ich höre auch keins. Na gut, dann sei es so, da drüben ist unsere Heimatinsel und hier rechts ist die Kettensägenhöhle. Wo hier davor noch ein Bildchen liegt, das wir uns mal anschauen werden. Das ist die Markierung für ein altes Grab. Das ist oben im Schneegebiet. So, wir gehen mal rein und schauen. Oh, müsste eine relativ schnelle Aktion werden. Nicht erschrecken, jetzt kommen noch Fledermäuse. Und hier finden wir noch ein paar Sachen, unter anderem endlich Münzen und ein Roboterteil von Timmys Roboter. Und da wir jetzt Münzen gefunden haben, können wir jetzt endlich ein paar Bomben bauen. Da bauen wir uns mal 4 Stück, mehr Uhren haben wir da ja nicht. Hä? So. So, jetzt haben wir es. So, dann haben wir unsere 4 Bomben gebaut. Wir nehmen mal noch eine Uhr mit. Wir könnten jetzt noch eine bauen, wenn wir ein Isoband hätten. Wir haben kein Isoband mehr. Okay, gut. Dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir eine Felswand zum Klettern für die Kletteraxt. Aber die Kletteraxt interessiert uns jetzt nicht, denn wir können hier einfach runterspringen. So tief ist das nicht. Und dann kommen wir zu einem Seil, welches uns sagt, wir könnten auch noch mal ein bisschen tiefer klettern und das machen wir auch. Ganz gekonnt runterglitschen. Zack. Und geradezu sind wir auch schon angekommen. Hier haben wir ein Seil, ein kleines Lagerfeuer, was wir anzünden könnten. Wir haben hier Benzinkanister und
paar Stickies. Haben wir aber voll. Und hier liegt Tatsache die Kettensäge schon, die wir uns jetzt einverleiben. So, hier vorne rechts um die Ecke finden wir noch ein paar Alkoholflaschen. Die werden wir uns mitnehmen. Die lasse ich nicht liegen. Und dann düsen wir auch schon wieder zurück. Hier haben wir nicht mehr viel mehr zu erledigen. Münzen. Wunderbar. Haben wir jetzt auch genug. Man braucht gar nicht so viele Münzen für eine Bombe. Und man findet doch extrem viele. Wir hatten ja bis vor kurzem gar keine Münzen. So, jetzt habe ich zweimal ein paar Münzen gesammelt. Habe jetzt 161 Münzen. Da kann man ein paar Bomben bauen. So, da sind wir auch schon oben angekommen. Wir können ja mal kurz mal ein bisschen beschleunigen, solange wir noch Ausdauer haben beim Klettern. So, und jetzt brauchen wir unsere Kletteraxt. Denn wir konnten zwar runterspringen, aber wir können nicht hochspringen. Deswegen, zack, Kletteraxt. Danke. Ran hier und hoch. So. Und dann haben wir den ganzen Schmuck jetzt hier auch schon überstanden. Wir können uns in Ruhe dem Heimatweg widmen. So. Feuerzeug aus, brauchen wir nicht mehr. Einmal kurz durchgetaucht und auf der Heimatinsel angekommen. Einen Hasen erlegt. Mein Pfeil erstmal nehmen, dann den Hasen häuten. So. Wir können ja mal schauen, ob wir jetzt... Wir haben ja Sonnenhut gefunden. Können wir uns 4 Energiemixe von machen. Wunderbar. Wir haben auch Ringelblume und Aloe Vera. Damit können wir uns Heilmischung machen. So, 5 Stück. Und wenn wir dazu jetzt noch Chicorée packen... Ah ne, das ist der Sonnenhut dann. Gut, dann brauchen wir noch Sonnenhut, weil dann kann man nämlich noch eine verstärkte Heilmischung machen. Und hier sammeln wir jetzt erstmal den Chicorée wieder ein. Ich würde sagen, wir können auch kurz hoch an den See und uns Sonnenhut besorgen. Warum nicht? Das machen wir auch. Stickies haben wir voll gehabt, wunderbar. So, eine Echse. Wunderbar. Ja, so ein bisschen Fleisch mitnehmen kann nicht schaden jetzt. Wir haben ja jetzt ein paar mehr Fleischständer. Da links war noch ein Hase, aber ich lasse ihn jetzt laufen. Wir wollen ja nur mal kurz hoch an den See, schnell mal ein bisschen Sonnenhut abgreifen. Ah, vielleicht sollte ich mal den Bogen wegpacken, denn die Taschenlampe verbraucht sich sonst. Und hier können wir auch Glück haben, dass wir vielleicht auf einen Reh treffen. Mal schauen, auf jeden Fall ist hier schon mal der Sonnenhut. Da ist einer. Hier ist einer. Da. Oh, bis jetzt noch kein Reh zu sehen. Oder zu hören. Hier oben müsste auch noch irgendwo ein Sonnenhut sein. Da haben wir einen Sonnenhut. Wunderbar. Jetzt haben wir alle, glaube ich. Dann können wir zusehen, dass wir... Ein Waschbär. Echsen. Der Waschbär wäre ganz interessant für die Wärmerüstung später. Allerdings kann man sich den später immer noch besorgen, wenn er jetzt nicht sitzen bleibt, die Sau. Der Hund. Der verarscht mich doch. So, dann haben wir einen Waschbären, den wir brauchen. Und dann brauchen wir uns um den Waschbären gar keinen Kopf mehr machen. So, das Fleisch nehmen wir nicht mit. Das brauchen wir nicht. Wir wollten noch einmal gucken wegen einem Bambi. Dafür nehmen wir den Speer. Der macht sich am besten für die Bambi-Jagd. Und das Tageslicht geht auch langsam weg. Wir müssen zeitnah jetzt langsam mal einen Bambi finden. Eichhörnchen. Was soll ich denn mit Eichhörnchen? Ich brauche ein Bambi. Mensch. Gib mir ein Bambi.
Schade, sonst findet man hier oben eigentlich relativ viel Bambis. Da ist ein Bambi. Na wunderbar. Kriegen wir's? Jawohl. So, mein Speer wieder mitnehmen. Ganz wichtig. Und das Bambi häuten. Jetzt haben wir unser zweites Bambi-Fell. Das brauchten wir. Wir haben noch Fleisch bei, das müssen wir jetzt aufhängen gehen. Wir können uns noch ein paar Fische gönnen. Wenn ich sie dann treffe. So, drei Fische, die können wir uns auch aufhängen zum Trocknen. Dann haben wir lecker Fischi Fischi. Wir nutzen hier mal den kleinen Felsvorsprung aus, um runterzukommen. Da haben sich die Leute, die Entwickler schon dabei so gedacht, dass man das so nutzen kann, bestimmt. Und düsen mal nach Hause. Da vorne blinkt es schon. Ja, das wird ein kleines, schönes, das wird ein schönes Hütchen da. Das wird ein schönes Hütchen. So, und zuerst, was wir machen, ist erstmal unser Fleisch aufhängen. Und die Fische. So, die drei Fische und die vier Stücken Fleisch hängen wir hier ran. Und wir hatten ja noch einen rohen Hasen. Den hängen wir hier hin. Der Rest ist getrocknet, ja. Nee, eine rohe Echse hatten wir noch, genau. So. Getrocknet, getrocknet, getrocknet. Wunderbar. Dann hauen wir uns doch mal einen Hasen hinter die Kiemen. Dann haben wir wieder unser Futter voll. Wir haben ein Waschbärfell gefunden. Das brauchen wir für unsere Wärmerüstung. Ein Hasenfell. Was können wir denn jetzt so auf die Schnelle mal noch machen? Unser Hasenfellstiefel vielleicht mit zwei Seilen. Ja. Wieso nicht? Machen wir doch. Ach. Ja gut, da haben wir erstmal den Steinbeutel. Da müssen wir nochmal gucken. Wegen Hasenfell 3. Ach, drei Hasenfälle. Ja, okay, alles klar. Jetzt habe ich aber auch kein Seil mehr. Da müssen wir uns erstmal ein Seil craften schnell. So. Zwei Seile. Drei Hasenfälle. So, da sind sie. Die sagt mir der Tooltip, erhöht die Tarnung. Also rüsten wir sie doch aus. So. Haben wir noch was fürs Hasenfell? Einen kleinen Beutel. Den bauen wir uns auch noch, weil den brauchen wir, um Beeren zu sammeln. Jetzt können wir Beeren von Sträuchern pflücken und aufheben. So, na, es ist doch wunderbar. Hier bauen wir uns mal endlich den Wassersammler fertig, der unser Wasser sammeln wird. Ist doch prima gelaufen. Tolle Sache, meine Lieben. Dann würde ich sagen, gehe ich doch mal hier rüber und entzünde mal kurz unser Lagerfeuer, dass wir ein bisschen was sehen. So, und tja, dann würde ich sagen, schön gelaufen heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, hat euch Spaß gemacht und ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es dann heißt mit mir im Wald. Ihr könnt gerne das Video liken, dann sehe ich, dass es euch gefallen hat und abonniert mich, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. In diesem Sinne, einen schönen Tag euch noch. Tschüssi!